Während in Chicago heute neuer Marathon-Weltrekord gelaufen wurde, gab es auch in Österreich zwei große Marathons. Rund um den Bodensee und in Graz wurde gelaufen und in beiden Fällen wurden neue Streckenrekorde erzielt. Auch in Österreich geben die Kenianer das Tempo vor. Der Sieg in Graz geht in neuer Streckenrekordzeit von 2:08:28 Stunden an Dixon Kipto. Er siegt vor vier Landsleuten. Bei den Frauen holt sich mit Barbara Bischof eine Österreicherin den Sieg. Sie gewinnt nach einem spannenden Duell mit Bianca Ederer gleich ihren allerersten Marathon. Und das in 2 Stunden 56 Minuten und 44 Sekunden. Beim Dreiländermarathon mit Ziel in Bregenz läuft ein Altmeister zum Sieg. Der 46-jährige Kenianer Mark Kosgei ist lange Zeit solo unterwegs und sorgt mit einer Zeit von 2 Stunden, 9 Minuten und 15 Sekunden für einen neuen Streckenrekord. Den von ihm gehaltenen Altersklassenweltrekord verpasst Kosgei um nur 4 Sekunden. Schnellste Frau ist Yisma Kebebusch aus Äthiopien. Sie setzt sich bei guter Hälfte des Rennens von ihren Konkurrentinnen ab, bleibt aber etwas mehr als eine Minute über dem Streckenrekord.